herzlich willkommen zum Jahresempfang des Rektors der Universität zu Köln. Mein Name ist Patrick Honecker und ich führe Sie durch das Programm, das Sie sich entweder in einem Stück ansehen können oder über einen Link auf unserer Webseite als Einzelbeiträge. Corona-bedingt sind die meisten unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unsere Studierenden derzeit nicht an der Universität zu Köln. Wir hoffen aber, wie Sie alle, auf sinkende Inzidenzzahlen, wir hoffen auf einen Impfstoff, sodass wir bald möglichst wieder an unserer schönen Universität zusammenkommen können. In dieser Stadt, Köln, und die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, sendet uns jetzt ein Grußwort. Magnifizenz, lieber Herr Rektor Professor Freimuth, sehr geehrte Magnifizenzen, Dekaninnen und Dekane, liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde der Universität zu Köln, sehr geehrte Abgeordnete des Landtages und des Bundestages, sehr geehrte Mitglieder des konsularischen Chors, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft, liebe Studierende. Der Jahreswechsel, der ja sonst zur Entschleunigung beiträgt und deutlich ein Ende und einen Anfang markiert, hat in diesem Jahr nur auf dem Papier stattgefunden. Die Pandemie beeinflusst uns auch weit über den Jahreswechsel hinaus. Das ist eine Tatsache, die wir im Moment nicht ändern können. Der Impfstoff ist zwar jetzt da, aber die Arbeit ist noch lange nicht getan. Erst wenn unsere Risikogruppen und ein großer Teil der Stadtgesellschaft geimpft sind, erst dann ist an irgendeine Form von neuer Normalität zu denken. Und bis dahin heißt es Achtsamkeit, Abstand, Akzeptanz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Institutionen der Wissenschaft zu verdanken, dass uns bewusst ist, welche Maßnahmen helfen, um uns zu schützen. Es ist ebenso der Verdienst der Wissenschaft, dass nach wie vor zahlreiche Leben verschont und auch gerettet werden konnten. Darüber hinaus bin ich dankbar für das unermüdliche Engagement der Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, der Mitarbeitenden im Gesundheitsamt, im Ordnungsamt, bei der Polizei, in den Laboren und Teststationen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie sehr diese Pandemie unser Zusammenleben unter die Lupe nimmt. Köln ist sozial gerecht, großherzig, mitfühlend und pragmatisch in der Lösungsfindung. Der Krisenstab, dessen Aufgabe es ist, schnelle und wirksame Kölner Übersetzungen zu finden für die Erlasse des Landes, er hat im vorigen Jahr fast 100 Mal getagt, um Köln sicher und gemeinsam durch die Krise zu bringen. Auch unter Ihnen, meine lieben Damen und Herren, befinden sich sicherlich einige Expertinnen und Experten, die ihre Hilfe angeboten haben und sich im Krisenstab aktiv einbringen wollen. Lieber Herr Professor Klein, Sie haben uns bereits im Krisenstab besucht. Für Ihre Bereitschaft, sich zu engagieren, bedanke ich mich sehr herzlich. Im Krisenstab, meine Damen und Herren, als städtisches Gremium, muss aktuell, vor allem schnell und effizient entschieden werden. Ähnlich wie ein Schnellboot müssen wir deshalb vor allem klein und wendig bleiben. Wir haben im Jahr 2020 insgesamt 58 Allgemeinverfügungen erlassen und den Kölnerinnen und Kölnern ein Regelwerk für ihr Verhalten in der Pandemie gegeben. Es gab 25.800 Kölnerinnen und Kölner, die sich im vergangenen Jahr mit Covid-19 infiziert haben. Rund 75.000 Kontaktpersonen wurden uns im vergangenen Jahr gemeldet. Wir haben mehr als 1.200 Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die alle eingearbeitet werden mussten. Und trotz dieses Arbeitsvolumens und der hohen Infektionszahlen gelingt es uns seit Wochen, positiv getestete Indexpersonen innerhalb von 24 Stunden zu kontaktieren. Ich weiß, dass unter diesen Menschen viele Studierende der unterschiedlichsten Disziplinen zu finden sind, die innerhalb des Gesundheitsamtes ein hohes Ansehen genießen und denen auch ich heute sehr herzlich danke für ihre Hilfe, für ihr beherztes, flexibles und wichtiges Engagement in der Krise. Meine Damen und Herren, wir haben in Köln knapp 630.000 PCR-Tests durchgeführt. Und auch das engmaschige Biomonitoring in den Pflegeeinrichtungen, das Monitoring in Krankenhäusern sowie die Bündelung medizinischer Kompetenzen, insbesondere der Universitätsklinik sowie der Mehrheimer Lungen- und Infektionsspezialistinnen und Spezialisten. An all diesen Stellen zeigt sich, wie wichtig der Beitrag der Wissenschaft zur Bewältigung der Pandemie ist und wie gut Köln hier aufgestellt ist.
Es war und es bleibt wichtig, dem Gesundheitsschutz den Vorrang vor allen anderen Problemstellungen zu geben. Denn ein Leben, das einmal verloren ist, das kann kein Rettungsfonds und selbst die Wissenschaft nicht zurückbringen. 2021 werden wir weitermachen, denn die Zukunft kommt, egal ob das Virus da ist oder nicht, egal ob wir uns vorbereiten oder nicht. Und mir ist wichtig, dass Köln in dieser Zukunft weiterhin steht für Innovation, für wissenschaftliche Exzellenz, für Vielfalt und für wirtschaftliche Stärke. Köln genießt bereits jetzt das Ansehen als Metropole der besten Bildung. Es soll darüber hinaus wachsen und Gesundheitsmetropole, Mobilitätsmetropole und Klimaschutzmetropole werden. Ich will Köln als Wirtschaftsmetropole haben. Ich will, dass Köln als Wirtschaftsmetropole ebenso genannt wird wie als Großstadt, in der Wohnraum für alle kein Fremdwort ist. Und ich arbeite für ein Köln als bürgernahe, weltoffene und soziale Metropole, die mitten im Herzen Europas über ihre Stadtgrenzen hinaus in die Region hinein tief verwurzelt und stark vernetzt ist. Digitaler sind wir durch die Zeit der Pandemie in jedem Fall geworden. Nutzen wir also die neuen Strukturen, um wieder Fahrt aufzunehmen und uns gemeinsam um die Zukunft der Stadt zu kümmern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der Zeit nach der Pandemie und wünsche Ihnen zunächst einen guten Start in dieses neue Jahr. Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, zum Jahresempfang des Rektors der Universität zu Köln. Und dieser Rektor ist Professor Dr. Axel Freimuth. Sein Grußwort jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Angehörige und Mitglieder der Universität zu Köln. Wir blicken auf ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr zurück. Selten hat ein globales Ereignis einen solch starken Einfluss auf das Leben jedes und jeder Einzelnen gehabt wie die aktuelle Corona-Pandemie. Pandemien waren schon immer einschneidende Ereignisse mit dem Potenzial, den Verlauf der Geschichte zu verändern. Sie sind bedrohlich, mit vielen tragischen Einzelschicksalen verbunden und gefährden die Stabilität unserer Gesellschaften und Wirtschaft. Aber sie können auch etwas Positives bewirken, etwa den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und die Bedeutung gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure und Prozesse hervorheben, wie etwa der Gesundheitssysteme und der Versorgung. Auch die Wissenschaft ist für die Bewältigung der Pandemie essentiell und im letzten Jahr viel stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Zwar sind wir bei der Bewältigung der Pandemie noch lange nicht in ruhigem Fahrwasser, und dies wird meiner Einschätzung nach zumindest bis zum Winter dieses Jahres auch so bleiben, dennoch erwächst Hoffnung für das kommende Jahr, vor allem durch Wissenschaft, vor allem durch die forschungsgetriebene Entwicklung von Impfstoffen, durch deren Einsatz sich der Pandemieverlauf schon bald merklich abschwächen kann. Auch für die Universität zu Köln war das vergangene Jahr mit großen Veränderungen und Einschnitten verbunden. Unsere Universität hat dabei erneut ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und gezeigt, wie schnell sie sich auch auf komplexe Rahmenbedingungen einstellen kann, in einer Weise, die sogar ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Und ich traue der Universität viel zu. Erstens haben wir innerhalb kürzester Zeit nahezu unser gesamtes Lehrangebot digitalisiert. Dies war und ist für Lehrende und Studierende eine enorme Herausforderung. Wir haben dabei gemeinsam aus einer Notsituation das Beste gemacht und nicht nur eine Notlösung geschaffen, sondern auch neue Impulse für die Lehre gestaltet, die unser Lehrangebot nachhaltig bereichern werden. Prorektorin Busse wird hierzu gleich noch einige Worte sagen. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die dies möglich gemacht haben. Zweitens haben wir den Betrieb der Universität so weit wie möglich und in Rekordzeit auf Homeoffice umgestellt. In manchen Bereichen hatten wir bereits Erfahrungen, in anderen mussten wir erst technisch aufrüsten und tun dies teilweise immer noch. Hierzu bedurfte es auch eines Mentalitätswechsels, der lange Zeit nicht vorstellbar erschien. Alle Beteiligten, Beschäftigte, Vorgesetzte und unsere IT-Abteilung haben hierbei Herausragendes geleistet. Auch hierfür mein herzlicher Dank. Drittens haben wir auch in der Forschung sowie der inhaltlichen und strategischen Weiterentwicklung der Universität enorme Fortschritte gemacht und können trotz der widrigen Umstände auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr zurückblicken. Hierzu werde ich mich gleich noch ausführlicher äußern. Lassen Sie mich zunächst noch einige Worte zur Corona-Situation an unserer Universität sagen.
Es gab bisher verhältnismäßig wenige Infektionen. Darüber bin ich erleichtert und dafür bin ich dankbar. Die Mischung aus Homeoffice und strengen Hygiene- und Abstandsregeln hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir bisher keine Infektionscluster an unserer Universität zu verzeichnen hatten. Beim Auftreten von Infektionsfällen haben sich alle Verantwortlichen vorbildlich verhalten. So waren Kontaktpersonen oftmals schon informiert, bevor unser Infopräventionsbüro überhaupt eingeschaltet wurde. Dabei haben wir teilweise Aufgaben der Gesundheitsämter übernommen, die auch in Köln seit einigen Monaten mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr nachkommen. Auch wurde von den Vorgesetzten in eigener Verantwortung Homeoffice für Kontaktpersonen zügig und konsequent angeordnet. Dadurch konnten Infektionsketten erfolgreich durchbrochen werden. Die Hochschulleitung hat im letzten Jahr insgesamt einen eher vorsichtigen Kurs eingeschlagen und möchte dies bis zur erfolgreichen Eindämmung der Pandemie weiterverfolgen. Wir haben nicht immer jede Öffnungsmöglichkeit, die uns von politischer Seite aufgezeigt wurde, sofort genutzt. Hierzu gab es viel Zustimmung, aber auch Kritik, was die Diskussionsbreite innerhalb unserer Gesellschaft widerspiegelt. Wir hatten jedoch gute Gründe, einen vorsichtigen Kurs zu fahren. Mit knapp 50.000 Studierenden und als drittgrößte Arbeitgeberin in Köln spielen die Entscheidungen an der Universität zu Köln auch für das Gesamtinfektionsgeschehen in der Stadt Köln eine wichtige Rolle. Hier tragen wir eine besondere Verantwortung und haben uns deshalb Entscheidungen nie leicht gemacht. Unser vorsichtiger Kurs hat zudem den großen Vorteil, dass wir unsere Rahmenbedingungen bei Veränderungen des Infektionsgeschehens, etwa bei der erneuten Einführung des harten Lockdowns, nicht andauernd komplett neu gestalten mussten. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen des Krisenstabs, des Infobüros und allen Beteiligten in Fakultäten, Zentren und Verwaltungen, die bei der Umsetzung der Entscheidungen mitgeholfen haben und uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Die Informationsflüsse haben in meinen Augen gut funktioniert. Ich bin dankbar für den großen Vertrauensvorschuss, der uns gegeben wurde, und für die Solidarität, mit der wir uns den vielfältigen Herausforderungen der Pandemie erfolgreich gestellt haben. Wie ich schon sagte, wird nach meiner Einschätzung das Jahr 2021 weiterhin ein Jahr unter Corona-Rahmenbedingungen sein. Die Rückkehr zur Normalität wird voranschreiten, aber sicher noch mindestens bis zum Jahresende dauern. Dies bedeutet, dass digitale Lehre und Homeoffice auch weiterhin notwendig sein werden und die Basis für unsere Aktivitäten darstellen. Dennoch sollten wir uns nach Kräften bemühen, bereits im kommenden Sommersemester 2021 Teile unserer Lehrangebote unter Wahrung der notwendigen Sicherheitsbedingungen in Präsenz durchzuführen. Hierfür scheinen vor allem Lehrveranstaltungen in kleinen Gruppen günstig, bei denen ein mögliches Infektionsgeschehen leichter eingedämmt werden kann. Um die räumlichen und zeitlichen Kapazität besser nutzen zu können, könnten Lehrveranstaltungen in Präsenz auch außerhalb der üblichen Vorlesungszeiten angeboten werden. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich nun andere Themen ansprechen. Im vergangenen Jahr war Corona nicht unsere einzige Herausforderung. Wir blicken auf ein finanziell schwieriges Jahr zurück. Zudem musste der Masterplan Bau angesichts von Kostensteigerungen überarbeitet und zeitlich gestreckt werden. Dennoch gibt die mittelfristige Finanzentwicklung der Universität Anlass für Zuversicht. Die dauerhaft zugesagten Mittel aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre, jährlich ca. 60 Millionen Euro für die Universität zu Köln, und die stetig wachsenden Drittmittel helfen uns dabei. Wir werden essentielle Aktivitäten an unserer Universität gemeinsam mit den Fakultäten verstetigen. Zudem werden wir wichtige Akzente für die strategische Entwicklung der Universität setzen. Hierzu soll in diesem Jahr auf der Basis eines breit angelegten Diskurses der Hochschulentwicklungsplan weiterentwickelt werden. Wichtige bereits laufende Entwicklungen sind zudem die Einführung der Systemakkreditierung, mit deren Hilfe die Universität zu Köln selbst für die Qualitätssicherung im Rahmen der Lehre zuständig sein wird. Darüber hinaus baut die Universität zu Köln derzeit die Informatik substanziell aus, von 4 auf über 10 Professuren, um so der rasanten Entwicklung in der Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen in Forschung und Lehre noch besser gerecht zu werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige große Erfolge unserer Universität aus dem letzten Jahr besonders hervorheben. Hierzu gehören die Neueinwerbung bzw. Verlängerung von insgesamt 7 Sonderforschungsbereichen und Transregios.
Die Verdoppelung der Anzahl der DFG-Graduiertenkollegs von 3 auf 6. Die Einwerbung von gleich 5 ERC-Grants, 2 Starting, 2 Consolidator und 1 Advanced Grant. Die Listung von nun insgesamt 7 Forschern im internationalen Ranking Highly Cited Researchers und die Einwerbung einer 6. Alexander-von-Humboldt-Professur, mit der wir derzeit noch verhandeln. Zu diesem Thema werden Sie im Verlauf des Programms noch mehr hören. Dies alles wird abgerundet durch 2 weitere großartige Erfolge, von denen wir in den nächsten Jahren strategisch enorm profitieren werden. Die Universität zu Köln ist 2020 im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms der Europäischen Union als European University ausgewählt worden. UniWell vereint unter der Federführung der Universität zu Köln die Universitäten Birmingham, Florenz, Leiden, Linnaeus, Nantes und Semmelweis als European University for Wellbeing. Damit sind wir hervorragend in der europäischen Forschungslandschaft verankert, was uns bei zukünftigen Projekten sehr zugutekommen wird. Außerdem wird Bonn ab 2021 infolge des Brexits der neue Standort für das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Diese Bewerbung war auch deshalb erfolgreich, weil der Standort aufgrund der engen wissenschaftlichen Kooperation der Universität Köln und Bonn sowie dem Forschungszentrum Jülich in dieser Thematik hervorragend aufgestellt ist. Beispielsweise haben wir in 2020 das Center for Earth System Observation and Computational Analysis gegründet. Diese Entwicklungen stärken die Entwicklung der Region als international kompetitives Zentrum für Meteorologie und Klimaforschung. Auch der Bereich der Start-ups entwickelt sich ausgesprochen erfreulich. Unser Start-up-Zentrum Gateway ist nun eine eigenständige Organisationseinheit. Am Weihertal wird ein neues Gebäude für dieses Zentrum entstehen. Mein Dank gilt allen Beteiligten und insbesondere den Stiftern und Förderern, die dieses neue Gebäude durch ihr großzügiges Engagement möglich gemacht haben. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Unterstützung für Studierende im Rahmen der Corona-Nothilfe hervorheben. Aus Geldern der Kölner Universitätsstiftung, der Dr. Joost-Henkel-Stiftung sowie weiteren Zuwendungen konnten Überbrückungshilfen in Höhe von insgesamt knapp 500.000 Euro mobilisiert und an mehr als 600 Studierende verteilt werden. Meine Damen und Herren, ein anstrengendes Jahr liegt hinter uns mit vielen Herausforderungen, Beeinträchtigungen, aber auch mit großen Erfolgen. Unsere Universität hat dabei gezeigt, dass sie auch unter extremen Rahmenbedingungen handlungsfähig ist und erfolgreich agiert. Maßgeblich hierfür sind das persönliche Engagement, die Solidarität und die Kreativität aller Angehörigen und Beschäftigten unserer Universität. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mit Optimismus in das neue Jahr gehen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ihnen allen wünsche ich ein schönes, neues, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2021. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, der Rektor der Universität zu Köln, Professor Axel Freimuth. Und ich freue mich jetzt auf ein weiteres Mitglied des Rektorats, Frau Professorin Beatrix Busse. Sie ist Prorektorin für den Bereich Lehre und Studium. Sie ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass das Studium in diesen schwierigen Zeiten an der Universität zu Köln weiter stattfinden konnte. Frau Busse, kann man jetzt nach dem ersten Corona-Jahr ein erstes Fazit ziehen? Ja, also erstmal glaube ich, muss ich sagen, dass ich ganz schwer beeindruckt bin von der unglaublichen Gemeinschaftsleistung dieser Universität. Das war Co-Kreation, wenn man so will, par excellence, denn wir haben alle gemeinsam uns in diese 2 Semester begeben, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass sie fast nur digital sein würden. Wir haben Dinge gemeinsam erarbeitet zu Prüfungsregelungen, zu Freiversuchen, zu all dem, was zu Studium und Lehre dazugehört und dabei, glaube ich, uns auch nochmal professionalisiert und neue Wege des Lehrens und Lernens uns angeeignet. Wir haben uns gegenseitig geschult. Also das, glaube ich, ist das Größte, was wir erreicht haben, das alles gemeinsam zu tun für so eine große Universität. Und ich glaube, da sehe ich einfach auch, das ist auch Uni. Das haben wir geschafft. Man hat ja nicht ganz so viel von den Unis berichtet, auch wie die Dinge so auch laufen. Und ich glaube, da hat sich diese ganze Kreativität freigesetzt, dieser Gemeinschaftssinn von Universität, der ihn ja auch ausmacht. Und
Das ist mein ganz großes Fazit und darauf kann man jetzt auch aufbauen, um die Dinge, die jetzt sein müssen für die Zukunft, für die digitale Bildung, für all das, was wir zukunftsgerichtet, was die EU ja so die Digital und Green Transitions nennt, auch richtig auf den Weg zu bringen für das, was kommen muss. Und das finde ich wirklich, also nach wie vor das Beeindruckendste. Frau Busse, Sie haben ein paar Begriffe verwendet, die würde ich gerne noch einmal erläutert bekommen. Also das eine ist, Sie haben sehr häufig von digitaler Bildung gesprochen. Das wird ja gerne als Schlagwort verwendet. Was ist da eigentlich in Ihren Augen eine gute digitale Bildung? Ja, eine gute digitale Bildung ist für mich, hat mehrere Dimensionen, so haben wir es auch erarbeitet. Und für mich ist es die Fähigkeit, damit auch umzugehen mit dieser Digitalisierung, die wir von der wir jetzt nicht mehr sagen können, die steigende Digitalisierung, die ist da und mit der müssen wir auf verschiedenen Ebenen umgehen. Das heißt, für uns jetzt als Wissenschaftler und als Bildungseinrichtung eben in Forschung und Lehre, diese fachlich adressieren und überfachlich. Was heißt digitale Bildung? Was heißt der Umgang mit Daten, mit Algorithmen, mit all dem, was wir jetzt gerade erleben in jedem einzelnen Fach? Wie setzt das Fach selbst sich damit auseinander? Und was heißt das dann auch für eine zukunftsgerichtete Bildung und Ausbildung und Professionalisierung in diesem Fach? Überfachlich, glaube ich, müssen wir in der Lage sein, dazu jetzt auch überfachliche Kompetenzen auszubilden, um da, wie unterscheide ich Missinformation von wirklicher Information zum Beispiel? Was heißt denn Data Literacy? Weiß jeder, was ein Algorithmus ist und wie dieser funktioniert? Weil wissen wir, wie wir aus unserem eigenen Fach heraus jetzt große Datenmengen bedienen? Das ist zum Beispiel was für mich. Was ist das Ökosystem, was wir jetzt aufbauen müssen über Plattformen oder sollten? Müssen ist immer ein bisschen schwierig, aber sollten. Wie vernetzen wir uns jetzt damit auch international? Was sind die Chancen? Was sind ethische Herausforderungen? Moralische, also das sehen wir jetzt auch gerade in den vielen Diskussionen, die wir haben. Und da hat ja die Pandemie also so viele Dinge beschleunigt. Und für mich heißt das auch, wir können jetzt nicht mehr auf Krisen warten, sondern ich möchte so vor die Dinge gerne kommen mit allen Beteiligten. Es gibt ja nun ganz viele strategische Überlegungen und Dinge, die umgesetzt werden. Sie erwähnten das Thema Digital Literacy. Das heißt quasi so eine Art Führerschein für digitale Inhalte. Neben der Kompetenz, digital zu lernen, reicht es aber nicht aus, nur eine Vorlesung einfach abzufilmen und ins Netz zu stellen. Da muss viel mehr berücksichtigt werden. Ist das für alle Disziplinen gleich oder gibt es da Unterschiede von Disziplin zu Disziplin? Also ich würde sagen, das ist schon disziplinspezifisch. Und trotzdem sind wir gerade dabei, das zu erarbeiten, auch in der Lage, sage ich mal, allgemeine Dinge, überfachliche Dinge auch zu erarbeiten, sodass auch nicht alles permanent in den Fächern wiederholt werden muss. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung damit, was heißt das alles jetzt, was wir erlebt haben, was heißt die digitale Transformation, die Green Transition, was heißt das für das bestimmte, für das jeweilige Fach, für den Bereich, was heißt das für Interdisziplinarität, wie wir zusammenarbeiten werden, wie wir zusammen forschen werden, lehren werden. Da sind die Fächer auch gefragt und die Disziplinen gefragt, das jetzt für sich auszubuchstabieren. Ich glaube, die Informatiker müssen da eine ganz große Hilfe für uns alle sein und eine Unterstützung und Sparringspartner gegenseitig. Ich glaube, dann sind wir sehr gut ausgerüstet für das, was kommt und für diese Schnelligkeit, mit der jetzt auch die Dinge passieren. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, dass wir uns damit jetzt auch sehr zügig beschäftigen und diese Beschäftigung auch in den Fächern noch weiter beschleunigen. Sie sind ja auch sehr international unterwegs, auf europäischer Ebene, im angelsächsischen und amerikanischen Raum. Da sind Micro-Credentials ein großes Thema. Was genau heißt das jetzt eigentlich, Micro-Credentials in der Bildung einsetzen? Ja, danke, dass Sie danach fragen. Das hatten wir auch. Also Sie wissen, dass das ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir ist, die ja vielleicht auch nicht unumstritten sein könnte. Das müssen wir mal sehen. Das müssen wir auch noch, darüber sprechen. Wir neben der fachexzellenten, sage ich mal, fachlichen Bildung und Ausbildung und Professionalisierung in den Fächern, denke ich, dass wir den Studierenden und auch allen Lehrenden im Sinne des Lifelong Learnings und vielleicht auch den Alumni Möglichkeiten geben müssen, an unseren Erkenntnissen
zu partizipieren. Und ich glaube, das in eine Struktur zu bringen über Micro-Credentials, also kleine Einheiten, Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten, die bestimmte Anzahl von Credit Points haben, die man sammeln kann für ein größeres Zertifikat, woraus man sich Dinge zusammensuchen kann, um dann eine größere Einheit zu absolvieren. Das kann auch in verschiedenen Formaten sein. Manche machen das in MOOCs, manche das auch in interaktiven Blended-Szenarien, wie auch immer. Aber das ist die Zukunft. Das ist auch was, glaube ich, wo also das zu Marketingzwecken natürlich verwendet werden kann, aber natürlich auch, um unser Erkenntnisgewinn auch wirklich weiterzugeben, schnell weiterzugeben. Und das in dieser schnelllebigen Welt, das halte ich für ganz zukunftsgerichtet. Und das mit dem Profil einer Universität, dieser Universität, das wäre, glaube ich, wäre richtig was. Und ist auch was, was wir jetzt für UniWell auch mit auf den Weg, also für die European University for Wellbeing, auf den Weg bringen sollen in Kooperation, sodass es da auch, ja, die verschiedenen Themen, die wir jetzt so angehen, die als Forschungsthemen der Universität eben auch da sind, als Leuchttürme auch, all das ließe sich in solche kleinen Einheiten von Lehre, von forschungsbasierter Lehre auch bringen. Was passiert in diesem Jahr 2021? Was sind da Ihre Pläne? Ja, ich habe ja schon damit begonnen, die verschiedenen Strategieprozesse auf den Weg zu bringen zur Strategiestudium und Lehre. Es gibt einen Entwurf des Leitbildes zum Beispiel und daraus werden wir Maßnahmen ableiten. Es gibt, wir machen das Qualitätssystem jetzt für die Systemakkreditierung. Wir arbeiten weiter an der digitalen Bildung. Und all das zusammen und natürlich die Lehrerbildung als ein ganz wichtiges Thema und Profilmerkmal auch, gesellschaftlich hochrelevant, aber eben auch ein Profilmerkmal dieser Universität. Und das gemeinsam mit dem, was jetzt in der Forschung passiert, im Transfer, glaube ich, ist es eine ganz wichtige jetzt auch Positionierung, das auch noch nach vorne und zukunftsgerichtet. Überholen wir so von rechts und links. Ich weiß, das mögen dieses Ambitionierte, ist auch nicht unumstritten, auch das weiß ich. Ich glaube aber, dass wir jetzt auch so, das ist wie so nochmal so ein Awakening auch, was die ganze Uni ja auch ergriffen hat, auch über diese Pandemie. Und dass wir jetzt auch sehen, also nochmal überlegen müssen, wo wollen wir hin? Was ist es, wofür wir stehen, auch als Lehrende, als Forschende in all unseren verschiedenen Rollen? Was ist für uns die Zukunft in Forschung, Lehre und in Bildung? Und ich also bin da ganz im Merken, dass, Englisch würde man sagen, anxious und jetzt auch also gewillt, diesen Drive und das, was wir erlebt haben, auch so umzusetzen, dass wir in der Lage sind, resilient und vorbereitet auf manche Dinge zu reagieren. Und dafür müssen wir unsere Studierenden und uns selbst immer auch weiterbilden, gut ausbilden, um diese ganzen Herausforderungen zu bestehen. Das ist das, was mich antreibt. Professorin Beatrix Busse, Prorektorin für Lehre und Studium an der Universität zu Köln. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Alexander von Humboldt-Professur ist mit 5 Millionen Euro der höchst dotierte Forschungspreis Deutschlands. Die Universität zu Köln ist immer wieder erfolgreich bei der Anwerbung internationaler Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzenwissenschaftler. Auch in diesem Jahr. Mit Bart Thommer hat man einen niederländischen Kollegen gewinnen können, im Bereich der Pflanzenforschung an der Universität zu Köln zu arbeiten. Hier ein Porträt seiner Person. Mein Name ist Bart Thommer. Ich bin geboren in die Niederlande und mein Fachgebiet ist Phytopathologie, also Pflanzenkrankheiten. Und die Lehrstuhl hier an der Universität zu Köln ist die Lehrstuhl Evolutionäre Mikrobiologie. Wir forschen Pflanzenkrankheiten und mehr spezifisch die molekuläre Interaktion zwischen pathogenen Pilzen und Pflanzen. Und was wir wissen wollen, sind, was sind die Moleküle und was sind die Proteine, die pathogenen Pilze benutzen, um die Pflanzenkrankheit zu erregen. Und die ganze Idee ist, wenn man das weiß, wenn man die Moleküle identifizieren kann, dann kann man vielleicht auch andere Wege bedenken, um Pflanzenkrankheiten zu bekämpfen.
Ich bin nach Köln gekommen, zuerst, weil nicht nur in Köln, aber ganz in der Nähe eine sehr interessante Konzentration ist von Gruppen, die Pflanzenforschung machen. Also für mein Fachgebiet, für die Pflanzenwissenschaften, ist Köln und die Region und natürlich CEPLAS, das Center of Excellence on Plant Sciences, sehr, sehr interessant. Zweitens, ich habe bisher in Wageningen gearbeitet und geforscht. Und das ist eine Life Science Universität, aber wir hätten keine medizinische Fakultät. Hier in Köln gibt es natürlich eine medizinische Fakultät und gibt es auch Forscher, die Krankheiten von Menschen forschen. Und wenn es Krankheiten gibt, die erregt werden von Mikroorganismen, dann gibt es viel gleichartige molekuläre Prozesse. Also ist es sehr interessant, um in einer Umgebung zu sein, wo es auch medizinische Forschung gibt. Und als Dritter, ich bin geboren in Maastricht, also in der Nähe von Köln, und habe in Maastricht auch oft Karneval gefeiert. Und ist es sehr interessant für mich, um auch hier in Köln zu sein und vielleicht ein bisschen Karneval kennenzulernen in Köln. Also mein Vater war ein Obstbauer und als kleiner Junge war ich oft zwischen die Bäume und habe ich mich die Apfel und die Birne angeschaut. Und mein Vater hat viel Zeit verbracht mit die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Also was mich wirklich treibt, ist eine Antwort zu finden für die Probleme, die mein Vater schon bekämpft hat. Und ich glaube wirklich, dass die Antworten versteckt liegen in der Biologie. Der Humboldt-Professor Barth-Thoma im Porträt. Aber noch viele weitere exzellente Forscherinnen und Forscher arbeiten an der Universität zu Köln. Es ist Tradition, dass wir zum Jahresempfang die Universitätspreise vergeben. Der Universitätspreis in der Kategorie Forschung geht in diesem Jahr an die Professorin Rita Schmutzler. Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor Gerion Fink, hält die Laudatio auf seine Kollegin. Rita Schmutzler ist Expertin auf dem Gebiet der Krebsforschung und Krebsprävention. Und wissenschaftlich und klinisch hat sie ungeheuer viel bewegt. Sie forscht in der gynäkologischen Onkologie speziell zur Molekulargenetik von Brust- und Eierstockkrebs. Hier konnte sie maßgeblich zur Entdeckung von Risikogenen beitragen, einen Quantensprung in der Krankenversorgung, aber insbesondere der Krebsvorbeugung. Rita Schmutzler ist eine Vorreiterin. Sie hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die risikoadaptierte Früherkennung heutzutage eine Kassenleistung ist. Ich schätze Rita Schmutzler als engagierte Kollegin, Ärztin, Wissenschaftlerin und Wissenschaftsmanagerin. Sie hat uns allen gezeigt, wie konsequent Forschung unser Leben verändern kann. Liebe Frau Schmutzler, herzlichen Glückwunsch zum Universitätspreis Forschung 2020. Also wir erforschen hier in meiner Arbeitsgruppe die genetischen Ursachen von Krebserkrankungen und hier ganz besonders der gynäkologischen Krebserkrankungen wie Brust- und Eierstockkrebs. Das ist ein relevanter Aspekt, da wir mittlerweile wissen, dass rund ein Drittel dieser Erkrankungen bedingt sind durch genetische Ursachen oder zumindest mit durch diese ausgelöst werden. Und in den letzten Jahren ist es uns dann auch gelungen, weitere Brustkrebs- und auch Eierstockkrebsgene zu identifizieren. Wir bemühen uns, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse umgehend in die klinische Versorgung der betroffenen Personen einzuführen. Und das bedeutet, wenn wir eben in solchen Familien die genetische Ursache kennen, dann können wir Gesunde aus den Familien eben prädiktiv, also vorsorglich auf diese Veränderungen hin untersuchen
Und finden wir das erhöhte Risiko, dann bieten wir diesen Personen eine engmaschige Früherkennung, eine deutlich intensivere Früherkennung an, als das sonst üblich ist. Und wir wissen auch bereits, dass wir damit tatsächlich den Krebs in früheren Stadien und damit in deutlich besseren Stadien erkennen können. Die Arbeiten, die wir hier in den letzten Jahren durchgeführt haben, waren sicherlich auch dadurch möglich, dass wir hier optimale und exzellente Arbeitsbedingungen sowohl in der Klinik als auch in der Fakultät vorgefunden haben, die uns so viel Freiraum und auch Vertrauen entgegengebracht haben, dass wir die Möglichkeit hatten, so zu forschen und auch so zu arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich, dafür bedanke ich mich herzlich und möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass das eine Teamarbeit der gesamten Abteilung natürlich ist. Nach der Forschung nun zu Studium und Lehre. In der Kategorie Studium und Lehre geht der Universitätspreis an Professor Jan Krusius, Professorin Anne Gast, Doktorin Fabia Höttgen und den Fachschaftsrat Psychologie. Die Laudatio hält Professorin Birgit Träuble. Mein Beweggrund dafür, diese Veranstaltung für den Universitätspreis vorzuschlagen, liegt darin, dass wir hier ein ganz engagiertes, hoch engagiertes Veranstaltungsteam haben, die sich wirklich was ganz Besonderes haben einfallen lassen, um gerade unsere Erstsemester in der Psychologie ganz hervorragend, wie ich finde, bestmöglich ans Studium heranzuführen. Das heißt, über eine Woche werden die Studierenden an die Hand genommen und erfahren jetzt nicht nur das klassische Was, Wer, Wann, Wo, diese organisatorischen Abläufe, sondern sie werden zum Beispiel auch schon eingeführt in erste wissenschaftliche Studien. Das heißt, sie dürfen im Team hervorragend angeleitet erste wissenschaftliche Daten sammeln und erfahren, wie viel Spaß das machen kann, im Team wissenschaftlich zu arbeiten. Also einen größeren Motivator für unsere Studienanfänger können wir uns überhaupt nicht wünschen. Das heißt, wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die so hoch engagiert sind, sodass ich glaube, sie haben wirklich diesen Preis zweifellos verdient. Am Anfang des Studiums gibt es eine ganze Reihe von riesigen Herausforderungen. Man lernt ein neues Fach kennen, man lernt die Universität kennen. Es gibt ganz viele Kompetenzen, die man erwerben muss. Und das ist in der Psychologie, im Psychologiestudium nicht anders als in anderen Fächern. Was in der Psychologie besonders ist, ist, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was Studierende erwarten am Anfang ihres Studiums und was dann das Studium erfordert. Was wir machen wollen mit unserem Programm ist an all diesen Stellen ansetzen und diese Kompetenzen, die erforderlich sind, fördern und Begeisterung für Wissenschaft wecken. Die Lehrveranstaltung wird ja jetzt schon zum fünften Mal oder wurde schon zum fünften Mal durchgeführt und wurde über die Jahre immer weiterentwickelt. Aber Kern des Ganzen war schon immer, dass die Studierenden ganz am Anfang ihres Studiums schon in kleinen Rahmen, nur in einer Woche, den kompletten Forschungszyklus durchlaufen, inklusive Erarbeitung theoretischer Konzepte, Entwicklung einer Fragestellung und einer kleinen Datenerhebung und Auswertung. Eine weitere Besonderheit des Programms ist, dass so viele unterschiedliche Leute daran beteiligt sind. Zum einen sind wir immer zwei Dozierende, wir haben eine ganze Reihe von Tutoren und Tutorinnen, die dabei sind, wir haben die starke Zusammenarbeit mit der Fachschaft. Aber es werden auch ganz stark die Dozierenden des Departments eingebunden. Zum einen haben wir eine Veranstaltung, die nennt sich Meet the Scientist, wo die Studierenden in kleinen Gruppen die Arbeitsgruppen des Departments Psychologie besuchen und sich dort darüber austauschen, woran diese Arbeitsgruppen im Moment forschen. Studieren bedeutet natürlich auch ganz viel begegnen. Und im Rahmen des sozialen Programms der Fachschaft möchte der Fachschaftsrat mit den motivierten Studierenden höherer Fachsemester genau hierfür Räume schaffen. Das machen wir im Rahmen von Stadtrallyes, vom gemeinsamen Frühstücken und auf Kennenlernabenden. Und auf diese Art und Weise schaffen wir es schon früh, den Studierenden zu vermitteln, euer Wohlergehen ist uns wichtig und wir sind für euch da. Der Universitätspreis für den Bereich Verwaltung und Wissenschaftsmanagement geht an Dr. Udo Kulig und das Team vom Netzwerk Medien für die Entwicklung, Umsetzung und Betrieb des One-Button-Recording-Studios. Dieses Studio gibt den Lehrenden die Möglichkeit, ihre Vorträge mit wenig technischem Aufwand in hoher Qualität aufzuzeichnen.
Aber ich glaube, Udo, das willst du lieber selber erklären. Hallo, mein Name ist Udo Kullig und ich bin Direktor des Netzwerk Medien an der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Das Zentrum ist eine Serviceeinrichtung mit Dienstleistungen rund um Medien und IT. Neben der Film- und Medienproduktion, den Lehrveranstaltungen und Workshops bieten meine Mitarbeiter auch Beratung an in Fragen des Einsatzes von Medien in Lehre und Forschung. Dabei entstehen oft individuelle Lösungen, die dann durch konsequente Weiterentwicklung zu Produkten werden, die für alle Lehrenden von Interesse sind. Nach VotePoint, einem interaktiven Abstimmungstool für Vorlesungen, und InfoPoint, einer Softwarelösung für die Infomonitore an der Universität, nun also das OneButton-Recording-Studio. Nur dadurch, dass das Team immer hoch motiviert solche Projekte aus ihren fachlichen Blickwinkeln betrachtet und dabei immer ein offenes Ohr hat für die Meinung aller anderen, ist es möglich, solche nachhaltigen Lösungen zu kreieren. Mein Dank geht an mein Team für die hervorragende Umsetzung dieses Projektes. Mein Name ist Timo Lohmann, Kerstin Nobel, Daniel Behrens, Wildan Ceti, Martin Seiler, Efi Erzalo-Christou, Daniel Konrad, Ramina Kalaschnikova. Ich habe Kommunikationsdesign und visuelle Narration studiert. Ich bin Soziologin und Medienwissenschaftlerin. Ich habe Medienpädagogik, Kommunikationswissenschaften und VWL studiert. Ich habe Lehramt für Sonderpädagogik studiert. Ich habe Germanistik studiert. Studiert habe ich das Lehramt für Sonderpädagogik. Ich habe Sound Studies studiert. Ich bin im Netzwerk Medien für die Planung und Durchführung von Softwareprojekten sowie für die Auswertung von Evaluationen und Untersuchungen zuständig. Ich für die Lehre im Kontext von Digitalisierung und Unterricht. Im Netzwerk Medien bin ich verantwortlich für den Bereich der Medienproduktion. Und ich für das Video-, Foto- und Tonstudio. Ich für Computerpools und Server sowie auch für Elias. Für den Bereich Design. Ich berate am Netzwerk Medien Dozierende im Hinblick auf Open Educational Resources. Ich bin die Assistentin von Herrn Dr. Kullig und unterstütze das Team bei allen organisatorischen Angelegenheiten. Unser OneButton-Studio. Nutzende melden sich im Studio über ein Tablet an dem System an und beantworten kurze Fragen zu ihren Präferenzen für die anstehende Aufzeichnung. Dann können sie die Aufnahme durch simples Antippen eines Tablets starten und sich vor dem Greenscreen ohne zusätzliches Personal aufzeichnen. Die gesamte Technik ist ja bereits richtig eingestellt. Je nach den beim Einloggen angegebenen Wünschen werden nun unterschiedlichste Szenarien in hoher Qualität realisiert. Unmittelbar nach dem Ende stehen diese Filme dann zum Download bereit. Aber auch unsere Studierenden haben Großartiges geleistet. Um das zu würdigen, vergibt die Benedikt und Helene Schmidtmann-Wahlen-Stiftung in Kooperation mit der Universität zu Köln das Schmidtmann-Wahlen-Stipendium. Lassen Sie mich kurz etwas zur Person Benedikt Schmidtmanns sagen. Benedikt Schmidtmann war ein Kölner Universitätsprofessor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, der insbesondere für Völkerverständigung eintrat und gegen den Nationalsozialismus kämpfte, bis er 1939 nach seiner Deportierung in das Konzentrationslager Sachsenhausen umgebracht wurde. In seinem Testament verfügte er, dass sein Nachlass zu Studien- und Ausbildungszwecken verwendet wird. Bereits 1968 hatte dazu seine Witwe Helene Schmidtmann eine Stiftung gegründet und seit diesen Jahren werden regelmäßig besondere Studierende an der Universität zu Köln gefördert. In diesem Jahr erhält Nelson Pereira Pinto ein Stipendium für seine Promotion zum Thema politische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal in den 1960er und 70er Jahren. Es ist sehr erfreulich, dass das Promotionsstipendium der Benedikt und Helene Schmidtmann-Wahlen-Stiftung in diesem Jahr an Herrn Nelson Pereira Pinto geht. Die Stiftung unterstützt damit ein vielversprechendes historisches Forschungsprojekt, das zugleich Relevanz für unsere Gegenwart hat. Die Stiftung unterstützt aber auch einen jungen Historiker, der alles mitbringt, was wir von einem erfolgversprechenden, vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler erwarten. Nelson Pereira Pinto hat sein Studium der Regionalstudien Lateinamerika hier an unserer Universität mit sehr guten Noten abgeschlossen. Er hat Auslandssemester in Portugal, Spanien und Argentinien absolviert. Zugleich war er und ist er aktiv in Mentoring-Programmen für Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund
und arbeitet an einem Zeitschriftenprojekt mit. Also ein exzellenter Absolvent unserer Universität, international erfahren und sozial engagiert. Meine Dissertation über die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal in den 1960ern und 1970er Jahren schreiben. Mich interessiert dabei vor allem, inwiefern die Bundesrepublik die politischen Entwicklungen in Portugal in diesen beiden Jahrzehnten beeinflusst hat und vor allem die Fragestellung, inwiefern der Einfluss der Bundesrepublik auf den portugiesischen Demokratieaufbau vor der Nelkenrevolution am 25. April und danach gewesen ist. Und es handelt sich dabei also um eine historische Arbeit, aber es ist nicht auszuschließen, dass auch andere interdisziplinäre Aspekte mit einfließen werden. Die Begeisterung für das Thema kam eigentlich auch schon mit der Masterarbeit, denn damals habe ich mich mit der portugiesischen Community in Köln beschäftigt, also insbesondere, welche Funktionen und Aktivitäten portugiesische Vereine in der Bundesrepublik und vor allem in Köln für die Community einnehmen. Und in den Archiven und als ich mir die Satzungen durchgelesen habe und das ganze Material gesammelt habe, bin ich dann immer wieder auf dieses politische Thema gestoßen. Es gab interessante Zusammenhänge. Beispielsweise wurde der Partido Socialista, also die Sozialistische Partei Portugals, die auch heute eine der großen Volksparteien ist, die wurde beispielsweise in der Bundesrepublik gegründet. Und diese ganzen Aspekte haben mich sehr interessiert. Und genau deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, diesen Thema der portugiesischen Communities, auch insbesondere der 60er und 70er Jahre, treu zu bleiben, aber das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen. Und genau deswegen kam dann diese Begeisterung für das politische Thema und die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal in diesen beiden Jahrzehnten. Das war er, unser Jahresempfang der Universität zu Köln. Schön, dass Sie digital bei uns waren. Wir würden uns natürlich freuen, Sie im nächsten Jahr wieder real bei uns begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Patrick Honecker und zum Ausklang unser Collegium Musicum. The Swingcredibles Big Band spielt Andy Forbore mit It Is What It Is. Es ist nun mal so, wie es ist. Bleiben Sie gesund.